mit dabei. 8-6 Führung in Satz 2 für Timo Boll. Toller Ballwechsel von Jan-Ove Waldner. Da zeigt er immer wieder, was für eine Klasse er hat. Neun, acht. Wie das natürlich. Man hoffte darauf, dass die Partie so ein bisschen enger werden würde, denn Christian Süß. Also Düsseldorf führte bereits 2-1 von Barcelona. Ja, da kommst du normalerweise nicht mehr raus gegen Boll. 3-1 lagen die Gäste vorne. Zuletzt durch den Sieg von Timo Boll über Jan-Ove Waldner. Wir haben es gezeigt, da gab es ja dieses 3-1 in den Sätzen. Eine weitere wirklich hochinteressante Partie stand an. Der Youngster Dmitri Ovtcharov, der deutsche Nationalspieler im Match gegen Jörg. Klasse Aktion vom Mann aus Oslo. Jürgen Persson, dreifacher Papa, jetzt also mit dem Satzball. Ist bekannt, steht aktuell auf Position 19 der Weltrangliste. Einige werden denken, Ovtcharov und deutscher Nationalspieler, wie kommt das zustande? Er ist in Kiew geboren. Satzball. Klasse Aktion von Dmitri Ovtcharov. Und damit ging Satz Nummer 1 also an die Nummer 4 von Borussia Düsseldorf. Toller Wechsel. Ovtcharov abschließend mit dem Versuch, durch die Rückhand nochmal reinzukommen. Das ist ja einer seiner ganz großen Stärken. Aggressiv immer wieder gespielt. Hat eine enorme Verwringung bei der Ausholbewegung. Einfach ein sehr aggressives und damit auch ein sehr attraktives Spiel beim 19-Jährigen. Auch international gesehen. Jürgen Persson schnappte sich Satz Nummer 3, verkürzte also auf 1-2 in den Sätzen, kam etwas besser ins Spiel, konnte seine Fehlerquote ein wenig reduzieren und so sind wir jetzt hier im vierten Satz, Mitte des vierten Durchgangs. Wunderbarer Ballwechsel von beiden. Aber hier war Persson am Drücker, den muss er eigentlich machen. Toll. Tolle Aktion von Dmitri Ovtcharov. Schauen wir nochmal hin. Hier ist der Defensive und auf einmal kommt er raus über den Rückhandball. Haben Sie gesehen, mit welcher Verwringung er da hingeht zum Ball? Schauen wir nochmal hin. Und dann kommt dieser Topspin-Schlag. Wie aus der Hüfte geschossen. 8-6 Führung für den gebürtigen Mann aus Kiew. Und das war's dann. Gleich den ersten Matchball konnte Dmitri Ovtcharov nutzen, brachte Düsseldorf also mit 5-1 in Führung. Das sah natürlich richtig gut aus, vor allem auch deshalb die Führung im entscheidenden fünften Satz für Timo Boll. Er hatte in diesem Moment also 2 Matchbälle gegen die Nummer 1 von Fulda. Eine Aktion, wie Timo Boll sie liebt, wenn er einmal mit der Vorhand am Drücker ist, da kommt man einfach nicht mehr raus. Am Ende zwar ein knapper, aber doch ein solider Erfolg des 27-Jährigen.
Borussia Düsseldorf gewinnt also das erste Playoff-Spiel in Fulda. Klar und deutlich mit 6:1 wird damit seiner Favoritenrolle gerecht. Das war ein richtig guter Start von Borussia Düsseldorf in diese Playoffs. Und wie gesagt, Timo Boll ist noch nie deutscher Mannschaftsmeister geworden. Vielleicht klappt es ja tatsächlich in 2008.